zu bitten, ihre Wahlvorschläge zurückzuziehen und wie von mir vorgeschlagen, Frau Kunis-Michel als Leiterin der Bibliothek und Herrn Grundmann als Stadtbezirksamtsleiter Klotzsche-Piechen als die Vertreter alleinig auf den Stimmzettel zu nehmen und dass wir das heute hier noch durchführen können. Herr Lichtinger. Herr Oberbürgermeister, wir ziehen unseren Wahlvorschlag zurück und würden gerne auf Ihren Vorschlag zurückkommen. Vielen Dank. Ich gucke die anderen Fraktionen an. Herr Scheubach. Herr Oberbürgermeister, ich beantrage eine Auszeit von 10 Minuten. Herr Laczynski. Könnten wir es so machen, dass ich jetzt den Punkt 19 erstmal aufrufe, ich würde gerne 1923 noch schaffen wollen und das auch den Wahlgang noch schaffen wollen, dass wir diese drei Sachen heute Abend noch absolvieren. Dass Sie, während ich jetzt 19 mache, sich beraten, dass... Also, es ist, ich würde den Wunsch nach 10 Minuten Auszeit verknüpfen mit der Bitte, dass wir dann eben diese drei Punkte heute noch machen. Und wenn das länger dauert, dauert das länger und wir nicht 22 Uhr aufhören. Ich bringe das zur Abstimmung, damit wir das sind. Also, es ist jetzt eine Auszeit beantragt. Dann, dass wir die Punkte 19, 23 und noch eine weitere Wahl durchführen heute. Wer damit einverstanden ist und danach erst Schluss machen, auch wenn es über 22 Uhr ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 20 Nein, eine Enthaltung. Damit wäre das so angenommen. Wir gehen in die Auszeit kurz und dann machen wir mit den Punkten weiter.
der Wahl, weil wir müssen ja auch noch auszählen und das muss auch noch innerhalb der Sitzung stattfinden und das sollten wir zügig machen. Soweit ich die Rückmeldungen habe, ich frage es nochmal ab, hat ja schon Herr Lichti erklärt, dass die Dissidenten ihren Vorschlag zurückziehen. Bei AfD bleibt der Vorschlag und bei der Linken bleibt der Vorschlag wohl auch. Also ich würde aber diesmal mit beiden Verwaltungskandidaten in den Ring gehen. Also insoweit haben Sie jetzt 4 Kandidaten da und haben 2 Stimmen. Und ich bitte darum und werbe darum, dass entsprechend eine Zweidrittelmehrheit sich findet und darf bitten um Aufruf der entsprechenden Stadträtinnen und Stadträte. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barko, Frau Bischofberger, Herr Blödner. Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Herr Hannig, Herr Hans, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kiesling, Frau Krause, Nils Gröber, Herr Krüger, Herr Laczynski, Leo Lenz, Herr Lehmann, Herr Lichti, Herr Lippmann, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühlbach, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe, Herr Schmelich, Herr Schmidt,
Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirz, Herr Zastrow und Herr Hilbert. So, haben alle von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? Dann schließe ich hiermit den Wahlgang und bitte um Aus